Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Remake. Der Chris, der tanzt vor Freude, weil es eine weitere Folge gibt und ist leicht angekratzt. Oder vielleicht hat er auch bloß was Schlechtes gegessen, deswegen hält er sich den Bauch. Tja, Chris muss heute nichts essen, was Untote vielleicht angefasst haben. Das letzte Mal haben wir eine Geheimtür entdeckt. Ich bin zwar ziemlich angeschlagen, aber ich werde trotzdem. Hund? Ah ne, der Hund war ja. Da sind wir ja gestorben, der Hund ist nicht mehr da. Ach komm, wir machen nochmal die Tür auf. Nee, Spaß. Ich bin ja nicht doof. Wir werden jetzt durch diese Geheimtür wandeln und gucken, was uns dahinter erwartet. Und ich hoffe, wir finden ein Verband. Habt ihr das auch gehört? Oh, Alter, hab ich Angst. Ein Friedhof. Was? Ein zerbröckelnder Grabstein. Er trägt weder Name noch Inschrift. Scheint so anonyme Gräber hier zu sein. Hoffentlich finden wir im Vorband. Was ist denn hier los? Ein Grabmal mit dem Bild eines Engels. Hier ist eine Einbuchtung in Form einer Pfeilspitze. Warte, wo war das Menü? Wo haben wir denn den Pfeil? Naja, wir gucken uns erstmal um. Oh, da liegt was. Gewehrmunition. Ja, die nehmen wir mit. Jetzt brauchen wir nur noch ein Gewehr. Und dann pusten wir diese untoten Unholde einfach weg. Von der anderen Seite verschlossen. Da ist noch was. Ah, hier geht's nicht weiter. Okay, also holen wir uns jetzt erstmal den Pfeil. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der Pfeil lag, würde ich den holen. Aber ich glaube, ich weiß ungefähr, wo der lag. Der war oben. Dann werden wir mal hochgehen und ich glaube, ich muss durch die Tür hier. War hier noch ein Zombie? Ah ja, hier liegt er. Ey! Ey, du Penner! Du kannst doch nicht egal nur rumliegen! Zurück an die Arbeit! Los! Ja. Es ist schwer, gut Angestellte zu finden. Ja. Was? Alle verschlossen? Aber ihr kam doch hier irgendwo rein, oder? Oh nee, oder muss ich wieder runter? Ah, ich muss runter. Ich habe noch nicht die Tür von der anderen Seite aufgeschlossen. Und dann gucke ich erstmal gleich, wie viel Platz ich im Inventar habe. Und hoffe, wir können Kenneth. Nee, ich gehe jetzt nicht den großen langen Weg. Wir können vielleicht Kenneths Videokassette mitnehmen. Die haben wir ja auch noch nicht geholt. Nicht wieder zumindest. Und grünes Kraut brauche ich unbedingt. Ich muss mir mal wieder etwas grünes Kraut besorgen und ein kleines Tütchen drehen und dann geht es mir wieder besser. So. Die schöne Uhr hier. Ach, hier haben wir alles down gemacht, oder? Oh, bitte nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ja, der ist tot. Hier liegt Kenneth. Ja, und wo ist die Kassette? Ja, aber. Hä? Wo ist denn die Kassette? Naja. Die wird schon wieder auftauchen. Ah ne, wir haben ja hier eine Quick-Karte. Dann müssen wir hier lang. Jetzt watschen wir hier wieder rum.
Wir könnten ja aber auch nochmal den Schlüssel in der Todesfallenbucht holen. Machen wir aber nicht. Warten wir erstmal ab. Genau, hier ist er. Ja. Goldene Pfeil nehmen wir mit. Oh, da liegt Munition. Ja, die nehmen wir mit. Gebrauchen können wir sie auf jeden Fall. Haben wir nachgeladen. Wir haben zwei Dolche. Wir haben aufgeschlossen, rennen jetzt hier durch die Tür. Ohne zu wissen, was uns erwartet. Wer hätte das gedacht? Wir sind hier. Ich bin kein Mensch, der Dramatik verursachen kann oder dramatisch ist. Manchmal schon. Manchmal bin ich eine richtige Drama-Queen in gewissen Sachen. Aber wir haben den goldenen Pfeil und jetzt geht's los. Und ich will nicht wissen, was mich erwartet hinter diesem riesengroßen, gruseligen, bösartigen, uneinladsamen Grabstein. Uneinladsam? Gibt's sowas? Uneinladenen. Ich bin auch der deutschen Sprache sehr mächtig. Ja. Kann ich das jetzt verwenden? Was? Passt so nicht in die Einbuchtung. Ach, das Spiel will mich doch mal mobben hier. Alter. Was ist das für eine bescheidene Angelegenheit? Hier geht's ja auch nicht weiter. Ja, ja, verschlossen. Na toll, wo geht's denn jetzt hier weiter? Geht's alle? Ich war ja noch nicht um die Ecke. Ah ne, das war bloß der Zaun, der da angezeigt wird. Oh, na super. Naja, gut. Hier muss da aber noch irgendwas sein. Naja, kritisch sind wir. Kritisch ist auch das Game. Villa zweites Obergeschoss. Villa Erdgeschoss. Da kommen wir nicht lang. Da geht's raus. Da geht's raus, da geht's nicht lang. Aber hier geht's noch irgendwo weiter. Aber hier muss ja noch ein Geheimgang sein. Ach ja. Wir brauchen bestimmt noch einen zweiten Diamanten. Kommen die hier rein, die Diamanten? Ja, ja, was wohl auf der anderen Seite. Rechts und links, sehen wir sind achteckige Einbuchtungen zu sehen. Ja. Wir haben es kapiert. Die Statue haben wir ja runtergeschmissen. Die Tür ist verschlossen, ein Helmsymbol ist eingraviert. Ansonsten gehe ich nochmal in das Todeszimmer. Vielleicht kann man ja die... Das mit dem Schild ein bisschen drehen. Oh, was? Warum kann denn der nicht austauschen? Ein Kumpel von mir hat letztens auch gesagt, hier muss es Kisten geben, wo man einlagern kann. Ja. Mensch. Aber. Hier gibt's keine Kiste. Also noch nicht hier. Das nervt mich. Ich komme nicht weiter. Mann. Ja, wo war denn jetzt das Todeszimmer? Ach ja, ich weiß, wo es war. Ich gucke jetzt nochmal hier. Vielleicht können wir hinter das Gemälde irgendwie kommen. Weil irgendwo muss ja der Zombie hergekommen sein. Also
Spiel hin oder her, im Real Life spawnen die ja auch nicht einfach hier rüber. Kann ich ziehen? Nee, da klettert man hoch. Komm, runter. Ja. Vielleicht hier irgendwo einfach. Ja. Na gut, da sagt immer dasselbe. Und hier ist auch ein Bild. Ein altes Foto in einem Raum. Vielleicht hat diese Person etwas mit dem Haus zu tun. Ja, ja. Das Schwertsymbol. Oh nein. Die Batterie ist fast leer. Was? Lass ich die Kiste jetzt stehen hier. Die Schublade. Gibt es nichts Nützliches? Ein düsteres Gemälde des Hauses. Kommt doch Licht durch, oder sieht das bloß so aus? Ja, Mann, ey. Ich komme direkt am Anfang und nicht weiter. Und Resident Evil ist ja ein Spiel, was eigentlich nicht so schnell durchgespielt wird. Vor allem, wenn man es nicht kennt. Also, mein Fazit, also meine Prognose für dieses Let's Play sind so grob. Hm. 500 Folgen? Im Schnitt? Vielleicht plus minus 1. Ne, ich gehe von hier oben lang. Ich renne hier heute ein bisschen rum wie Falschgeld. Irgendwie bin ich heute nicht mächtig, den Controller zu bedienen. Hier ging es ja auch nicht weiter. Hier war ja überall abgesperrt. Ein Schwertsymbol. Mhm. Gehen wir hier lang. Und gehen nochmal ins Todeszimmer. Was? Leck mich am Arsch, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Latsche ich hier erst wieder 5 Stunden durchs Haus. Meine Güte. Man sollte die Sachen vielleicht auch ein bisschen mehr untersuchen. Da könnte man vielleicht auch einen Schritt weiterkommen. Ah ne, hier hinten muss man lang. So. Kameraperspektive. Ja, ja. Menü. Verwenden. Jawohl. Ja. Leicht angekratzt und halbtot. Wir hatten uns natürlich in so eine Gruft begeben.